im Norden, im schönen Mecklenburg, wird Fußball groß geschrieben, das ist der schönste Sport. Jeden Sonntagmorgen, das Fußballfieber steigt, verfliegen alle Sorgen und wir Fans, wir stehen bereit. TSG, du bist unser Team. Du schießt die schönsten Tore, denn Siege wollen wir sehen. TSG, du bist eine Macht. Blau-Weiß sind deine Farben, wir halten zu dir Tag und Nacht. Vor Jahren haben wir gesehen, was in dir steckt. Und allerhand Talente wurden bei dir schon entdeckt. Und sollte es mal passieren, dass ein Spiel verloren geht, wir werden nicht resignieren, du wirst sehen, wer zu dir steht. TSG, du bist unser Team. Du schießt die schönsten Tore, den Siegel wollen wir sehen. Schmetzke, ich bin der Geschäftsführer der Stadtwerke Neustrelitz und die Stadtwerke Neustrelitz sehen sich hier in dieser Stadt nicht nur als herkömmlicher Dienstleister, sondern durchaus auch als Förderer
von Kinder- und Jugendarbeit und vor allen Dingen dabei Sport. Denn Sport vermittelt Werte an junge Kinder, an jugendliche Heranwachsende, die durch andere Aktivitäten sicherlich nicht darzustellen wären. Und aus dem Grund ist uns die Unterstützung der TSG hier im Fußballbereich Kinder und Jugend ganz, ganz wichtig, war uns wichtig und wird uns auch in Zukunft wichtig sein. Mein Name ist Angelika Milbrett von der Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft. Wir sind das größte Wohnungsunternehmen in Neustrelitz. Und für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, den Breitensport über die TSG zu fördern. Weiterhin ist es natürlich so, dass die TSG Neustrelitz regional und überregional ein wunderbarer Werbeträger ist. Mein Name ist Hauke Runge. Ich bin der Präsident der TSG Neustrelitz. Wir sind der größte Werbeträger der Region und ohne Sponsoren sind wir nichts. Daher würden wir uns freuen, wenn auch Sie mitarbeiten, wie viele andere vor Ihnen. Die TSG Neustrelitz steht im Viertelfinale des Fußball-Landespokals. Neustrelitz besiegte vor 400 Zuschauern den FC Anker Wismar mit 1:0 nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte TSG-Stürmer Ayman Benhatira in der 120. Spielminute. Wismar musste seit Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen, nachdem Martin Giermeier die gelb-rote Karte sah. Neustrelitz erspielte sich danach mehrere gute Chancen, scheiterte aber bis zur letzten Minute der Verlängerung am überragenden Ankertorwart Johannes Höcker. Neustrelitz steht jetzt in der Runde der letzten acht und kann weiter vom dritten Pokalsieg der Vereinsgeschichte träumen. Unsere Jungs können jetzt auch im Winter draußen trainieren. Die Mannschaften werden besser und wir kommen unserem Traum Stück für Stück näher. Der Traum heißt Regionalliga. Ein guter Verein, der auch noch regional ist, kann immer Sponsoren gebrauchen. Wenn Sie die TSG unterstützen wollen, melden Sie sich bei uns. Und denken Sie immer daran, meine Stadt, mein Verein, TSG.